Rhythm to Go ist eine Kursreihe für Rhythmusgehörbildung und entspricht dem Niveau an Musikhochschulen und Universitäten. Dieses Handbuch ist für die Dauer von 4 Semestern konzipiert, kann aber jedem beliebigen Zeitintervall angepasst werden. Es ist in 4 Kapitel gegliedert. Jedes deckt die Kursarbeit eines ganzen Semesters ab und ist in jeweils 10 Schwierigkeitsstufen mit jeweils 7 Übungen unterteilt, 1 pro Tag. Zusätzliche Übungen finden Sie am Ende von Kapitel 5. Alle Übungen sind so angelegt, dass sie sowohl zu Hause als auch im Klassenunterricht, zum Beispiel als Diktat, verwendet werden können. Sie eignen sich als Prima Vista-Übungen ebenso gut wie als Prüfungskonzepte. Sie sind absichtlich kurz gehalten, können aber zu längeren Abschnitten zusammengesetzt werden. Neue Unterrichtselemente, wie Notenwerte, Rhythmuskombinationen oder ein neues Metrum, werden schrittweise eingeführt und durch rechteckige Kästchen kenntlich gemacht. Jeder einzelne Takt kann auch beliebig oft als Rhythmusmuster wiederholt werden. Die Übungen der Stufen 1 bis 5 behandeln jeweils einen Rhythmus. Präzision beim Halten eines Grundschlages ist ebenso wichtig wie eine präzise Ausführung des Rhythmus. Alle Übungen wurden vor diesem Hintergrund entworfen und der Übende ist dazu angehalten, sich während des Sprechens der verschiedenen Rhythmen stets selbst dirigierend zu begleiten. Die Stufen 6 bis 10 stellen 2 gleichzeitig verlaufende Rhythmen vor. Studierende, denen das gleichzeitige Spiel 2er Rhythmen momentan noch schwer fällt, sollten sich anfangs nur auf den oberen Rhythmus konzentrieren. Mit zunehmender Übung fällt dieses Zusammenspiel immer leichter. Ab dann ist es ratsam, den unteren wieder mit einzubeziehen. Ba, 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 da, ge, ba, de, da, 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 ge, da, da, ga. Da, da, ka. Tika, da, ka. Da, 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 ka. Da. Da, da. Um von Anfang an Bewusstheit für Präzision und Koordination innerhalb einer Gruppe zu fördern, können die 2 Rhythmen auch von 2 Studenten oder gruppenweise ausgeführt werden. Eine der Stärken von Rhythm to Go ist, dass die Übungen besonders dafür konzipiert wurden, um kreative Anwendungen von Lehrmaterial und Lernprozessen zu fördern. Zum Beispiel: Alle Rhythmusübungen dürfen an einem Instrument gespielt werden. Diese Anwendung fördert eine stärkere Wahrnehmung von rhythmischen Strukturen als wesentlicher Bestandteil eines Musikstücks. Akzentuierte Noten dürfen als separate Stimme herausgenommen werden, sodass aus einem einstimmigen Rhythmus ein 2-stimmiger entsteht. In diesem Beispiel hat Lukas sich entschlossen, die Übung 5-1-4 auf 2 zu verteilen. Das heißt, die geschriebene Stimme ohne die akzentuierten Noten auf einem Bongo und die akzentuierten Noten separat auf einem Tambourin zu spielen. In folgendem Beispiel hat die Kompositionsstudentin Ada die Rhythmen aus Stufe 3 als Grundmaterial für ein neues Klavierstück verwendet.
Eine weitere Besonderheit von Rhythm to Go ist, die Wahrnehmung von polyrhythmischen Strukturen zu fördern. Das heißt, die Fähigkeit zu sprechen oder zu spielen und gleichzeitig andere Rhythmen zu hören, indem zwei oder mehrere Übungen gestaffelt sind. Weitere kreative Anwendungen finden Sie in der Einleitung.